Seit 15 Jahren erinnern nur noch Bilder an Maddie McCann. Es ist alles, was übrig ist von dem britischen Mädchen, nachdem sie mit 3 Jahren verschwindet, hier in diesem Urlaubsresort an der portugiesischen Algarve. Ihre Eltern geben trotzdem nach all dieser Zeit nicht auf, so schreiben sie erst vor kurzem auf Facebook. Viele Menschen sprechen von der Notwendigkeit eines Abschlusses. Das war schon immer ein seltsamer Begriff. Unabhängig vom Ergebnis wird Madeline immer unsere Tochter sein und es wurde ein wirklich schreckliches Verbrechen begangen. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Portugiesische Behörden verfolgen damals unzählige Spuren. Alle verlaufen im Sande. Dann melden sich vor 2 Jahren ausgerechnet deutsche Behörden mit einem Verdächtigen, Christian B. Der sitzt in Deutschland in Oldenburg im Gefängnis wegen einer Vergewaltigung in Portugal an der Algarve. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat viele Indizien, die für ihn als Täter sprechen. Christian B. lebte zur Tatzeit in Praia da Luz. Das heißt, er hat dort auch Gelegenheitsarbeiten durchgeführt. Er kannte sich dort aus. Wir haben einen Funkzellentreffer. Das heißt, das Handy von Christian B. war zur Tatzeit in der Funkzelle eingeloggt, in der sich auch der Ocean Club befindet, aus dem Madeline McCann gekidnappt wurde. Aber noch ist die Beweiskette nicht abgeschlossen. Weil in Portugal Mord nach 15 Jahren verjährt, wurde Christian B. jetzt offiziell zum Tatverdächtigen erklärt. Eine Formalie. Vielleicht haben die Ermittler neue Beweise, vielleicht auch nicht. Aber in jedem Fall war dies der logische Schritt in Anbetracht des Verfallsdatums. Das gibt ihnen mehr Zeit. Genauer, bis zu 11,5 Jahre mehr Zeit, um zu klären, ob Christian B. etwas mit dem Verschwinden von Maddie zu tun hatte.